Hallo, ich heiße Arif Amirov, ich bin Künstler aus Halle. Ich habe hier in Stendal in Comenius-Schule mit den Kindern aus 5., 6. Klasse gemalt, gearbeitet. Wir hatten 4 Tage und während diesen Tagen haben wir viel gezeichnet und gemalt. Die Aufgabe war, vielleicht was Neues zu üben, zu forschen. Das Thema war zum Beispiel, das Thema war abstrakte Malerei. Ja? Und unsere Workshop oder Unterrichten während diesen 3 Tagen habe ich in einige Phasen geteilt. Zum Beispiel, ersten Tag haben wir über abstrakte Kunst und beziehungsweise abstrakte Malerei mit den Kindern gesprochen. Wir tauchten ein bisschen in die Kunstgeschichte auf und ich habe über abstrakte Maler, Künstler erzählt. Solche Künstler wie Malevich oder Kandinsky, Piet Mondrian, ja, Avantgarde-Künstler vom Anfang 20. Jahrhundert. Ja, und wir versuchten diese Forschungen und Entdeckungen ein bisschen uns daran annähern. Und auch praktisch die Bilder von diesen Künstlern zu benutzen, ja, ein bisschen dieses Gefühl, vielleicht dieses Gefühl zu bekommen. Und die erste Phase bestand daraus, dass wir einfach frei zeichnen und vielleicht eigene abstrakte Muster entwickeln. Später haben wir mit den Farben angefangen. Die Aufgabe war, diese abstrakt zu malen, aber auch, das war eine Vorbereitung für ein Stadtfest Sachsen-Anhalt. Wir haben 9 lange Bretter bemalt, die später an einem Denkmal, Tunnelhäuschen am Hauptbahnhof in Stendal befestigt werden müssten. Dieses Projekt hat große Aufmerksamkeit genommen, ne, angezogen und hat einen Preis gewonnen. Und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich sehr, in diese Klasse mit diesen Kindern zusammen zu arbeiten. Sie waren sehr begeistert. Ich bin selbst war sehr begeistert und was für mich, was Neues, eine neue Erfahrung bekommen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass solche Projekte werden öfter stattfinden und wir werden nochmal zusammen was machen.